So, hier nochmal ein kurzes Video von den restaurierten Kondensatoren, die ich ja im letzten Video gezeigt habe, wie man sowas machen kann. Ich habe gestern Nacht mich noch dran gesetzt, weil gestern noch die anderen Kondensatoren gekommen sind, die neuen für die großen hier hinten. Und so, da kann man es ganz gut sehen. Die mit dem Heißkleber verschlossen. Und so kann das dann aussehen, wenn man das dann selber macht. Ja? Schaut auch gar nicht so schlecht aus. Und das habe ich natürlich auch bei denen mit dem Glasröhrchen gemacht. Da. Und ja. Genau, also so kann das dann aussehen, wenn man das mit. Wenn man das dann macht. Und vielleicht hat der ein oder andere jetzt Lust bekommen. Wie gesagt, die Anleitung dazu, wie man sowas macht, ist in meinem letzten Video zu sehen. Wer sich einfach mal dran probieren will, kann es ja machen. Ne? Also, bis zum nächsten Mal. Servus, euer Failes.